Und damit willkommen zurück zu Darkside Detective, A Thump in the Dark. Wir sind beim 9. Fall angekommen und haben uns erstmal ein bisschen umgesehen und am Ende einen Schläger dem Billy zurückgegeben, der dann seine kannibalische Seite entdeckt hat. Ja, er ist abgehauen. Wir können in den Lagerraum gehen. Haben wir einen Putzeimer? Die Ratte nimmt darin ein Bad. Lieber sie als ich. So. Was haben wir noch? Wir haben Regenponchos. Ein Vorrat an dicken Regenponchos aus Plastik. Kann man bestimmt auch als Plane nehmen für irgendwas. Dann haben wir einen Schraubenschlüssel, einen riesigen. Ein Schraubenschlüssel. Damit kann man alles Mögliche abmontieren. Nehmen wir ihn mit. Yay. Kriegen wir auch die Rohrzange. Bei diesen ganzen Rohren hier unten könnte eine Rohrzange nützlich sein. Leider gibt es nur ein Werkzeug pro Tag und wir haben uns schon entschieden. Ach so, hätte man das andere auch nehmen können. Interessant, hier oben eine Ratte. Eine Ratte. Eine braune Flussratte, um genau zu sein. Oh, eher ein ekliges Flussekel. Gemeinheit. Dein süß. Gemeinheit. Auf dem Etikett steht oberste Kiste. Gratulation zum ersten Platz. Ich glaube, es heißt einfach nur, dass sie ganz oben im Regal steht. Ganz oben auf dem Treppchen, meinst du wohl? Kisten? Diese Kiste ist feucht, die Beschriftung ist verwaschen, aber man kann das Wort Ersatzwasser erkennen. Darauf steht alte Handtücher zum Löcherstopfen. Teddybär? Hey, kleiner Freund, was für ein süßer, unschuldiger Bär. Biber im Notfall rehydrieren. Wie haben sie es geschafft, sie zu dehydrieren? Das geht ganz einfach. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Darauf steht Lecktücher, falsche Lieferadresse. Oh, leckt, ja gut. Für Erwachsene. Das Etikett ist im Dunkeln schwer zu erkennen, aber ich glaube, da steht Schatten. Ah, eine Kiste voller Schatten. So, haben wir sonst noch irgendwas Interessantes hier? Hier drin gefällt es mir gut. Ich fühle mich wie ein großer Junge. Mhm. In Abstellraum wie ein großer Junge fühlen. Na gut, Emily. Dieser Raum ist so winzig. Hier könnte man nicht einmal eine Katze herumschleudern. Wobei... Ich halte mir die Ohren zu. Ich, Emily, jede Form von Gewalt gegen Tiere auf das Schärfste verurteile. Ja. So, was haben wir hier? Wir haben Stapel Regenponchos. Ein Stapel durstiger Regen-Plastikponchos. Na gut. Können wir damit einen Rohren umdrehen? Wir wollen verhindern, dass dieser Ort zerstört wird. Lassen wir die Rohre Rohr sein, so wie Gott es gewollt hat. Ist das Gut O'Neill, der führende Rohrleitungsarchitekt der Stadt? Genau der. Wie es Gott es gewollt hat. Gut. Okay, jetzt ist McKing. Meinetwegen können wir anfangen, nachdem dieser heiße Feger verschwunden ist. Um sich um seinen Schreihals zu kümmern. Ja, blöd, hä? Wenn die hübschen Frauen auf einmal Kinder kriegen und abgelenkt sind von dir. Männlichen Typen. Also, versammelt euch, ihr Rotznasen. Zeit, eure Ausrüstung zu kontrollieren. Na los. Wir kommen gleich. Macht doch, was ihr wollt. So, was ist jetzt hier? Guck mal, Streichhölzer. Solltest du uns nicht davon abhalten, die aufzuheben? Ach. Mal überlegen. Sind das Spukstreichhölzer? Nein. Sie sind also nicht besessen oder dergleichen? Nein. Flüstern sie euch zu und befehlen euch furchtbare Dinge? Nichts davon. Also Emily vielleicht schon. Leider. Ja, genau. Oh, dann ist mir egal. Ja. Wir haben Streichhölzer erhalten. Haben wir irgendwo ein Feuerwehrmelder? Der wäre bestimmt ganz gut. Dort ein Wasserhahn. Können wir da was machen? Strike. Was? Strike? Ah, okay. Schlange ist leer aus dem.
Wozu brauchen wir Regen? Können wir damit irgendwas ein? Für Select, ja. Nein, Strike heißt also nein. Wir haben... Okay, kommen wir damit zurück an der Stelle? Er hüpft ja die ganze Zeit. Achso, jetzt ist er weg. Dulli ist auch weg. Sorry, so können wir hier. Ja gut, wir brauchen einen Schraubendreher anstatt einen Schraubenschlüssel. Nach welchen Spielregeln soll das ablaufen? Können wir vielleicht ein Feuer machen? Können wir die Ponchos irgendwie... Okay, wir müssen das anders machen. Können wir mit den Ponchos vielleicht die Krähe einfangen? Gut, na dann gehen wir doch wieder rein. Ach, guck mal, die ist weg. Die ist auch weg. Dann gehen wir erstmal in die Umkleidekabine, würde ich sagen. Hier ist ein großer Fisch. Helen Vetitia. Oder Vetica. Wie bitte? Ich bin kein großer Fisch. Ich bin eine große Fischdame. Tut mir leid, hier ist eine große Fischdame. So ist es. Okay, Lüftungsschacht. So hat Devon sie offenbar gehört. Mhm. Eine Mülltonne. Oha, diese Mülltonne ist ziemlich tief. Wie tief? Unendlich tief. Erzähl keinen Unsinn. Das geht gar nicht. Das ist mein Ernst, sie ist bodenlos. Ich dachte nie, dass ich sowas jemals sehen würde. Nicht in diesem Leben. So, jetzt haben wir verschiedene Schließfächer mit Nummern. Gibt es da irgendwas zu? Auf der Innenseite der Tür klebt ein Flyer. Er hat diese zerknirrte Streifheit von getrocknetem Papier. Streifheit. Steifheit mit getrocknetem Papier. Warum Innenseite der Tür? Die können alles aufmachen? Ertrinke in den Hits der Mutter der Tiefe. Ah, Cthulhu. Funkel. Sie ist zwar ein riesiges Monster, aber sie hat Ahnung von Showgeschäft. Sie ist schwer zu beschreiben, aber das liegt hauptsächlich an der Auflösung. Informationen. Und du hast ihr unheimliches Geheul im Wind gehört. Du hast sie aus dem Wasser winken gesehen. Du hast ihr Flüstern in deinen Träumen gespürt. Erlebe ihre wahnsinnige Aura jetzt live und schmilz buchstäblich dahin bei Klassikern wie Die Flut oder Der Untergang. Sowie dem wichtigsten Grund, warum du nachts nicht schlafen kannst. In der Tiefe. Bald in einer Unterwasserstadt in deiner Nähe. Okay, Schließfach 2. Hier ist ein gefährliches Messer drin. Ein süßes kleines Messer, meinst du wohl? Das weiß ich nicht. Ich hab nicht daran geleckt. Süß, ja. Es ist scharf und ich weiß nicht, wo es überall war. Okay, können wir damit das schneiden? Okay. Schließfach 3. Ein Schließfach mit ein paar Ersatzgewändern der Meereshexen. Es dürfte ziemlich klar sein, was das bedeutet. Hier. Daran klebt ein ausgefallenes Schriftstück. Ein Bild eines Oktopus mit grinsenden Gesichtern am Ende jedes Arms. Das scheint mir ein wenig bemüht. Gesichter? Na gut. Titel. Meereshexenurkunde. Unterschrift. Und normalerweise die Unterschrift wäre es nur ein Wasserzeichen. Das ist schon sehr bemüht. Das dunkle, tiefe und verborgene leitet uns. Möge die Tinte der Mutter der Tiefe uns die Sicht nehmen, damit unsere Vision klarer wird. Außerdem finde ich sie einfach total gut. Wenn ich ihre wahnsinnigen Songs höre, habe ich das Gefühl, dass es um mich geht und so richtig cool. Hier ging es um den Anstieg des Meeresspiegels, aber jemand hat es durchgestrichen und geschrieben, in jeder Unterwasserstadt, was? Ich habe eine böse Vorahnung, was sie mit diesem Spiel planen. Du meinst, sie wollen mehr Punkte machen als wir? Ein guter Plan. Nein, was anderes. Ein ganzer Abschnitt über Keks und Moral. Eine der großen philosophischen Diskussionen unserer Zeit. Vierte Spalte. Hier wurde kürzlich etwas hinzugefügt. Okay, das mit den Keksen war ein Reinfall. Aber beim Baseballspiel machen wir ernst. Okay.
Das war hier gewesen, richtig? Gut, dann die 5. Das Ergebnis der Aufregung eines der Mädchen vor dem Spiel tropft durch die Ritzen. Okay, dann Devin. Es fühlt sich an, als hätten wir die Verteidigung der Gegner überwunden. Ist einfach gegangen. Emily? Ich würde den Gegnern gerne eine Bombe aufs Spielfeld legen, aber ich war heute Morgen schon auf dem Klo. Sehr löblich. Sirene? Ihr seid nicht die Kinder, die mich gefangen haben. Gefangen? Ich bin nicht freiwillig hier, Kleine. Diese kleinen lila Göhren haben mich aus dem Wasser geangelt, wie ein stinknormalen Fisch. Wie würdigt. Sie haben mich mit einem Liedtext über ein Land voller Bienen mit Tinte ins Wasser geschrieben, hereingeschickt und zwingen mich für sie zu arbeiten. Das ist nicht gerade angenehm. Was bist du denn? Die gefühlvolle Cousine der Meerjungfrau, der Rockstar der Meere. Ich bin eine Sirene. Warum haben sie dich denn gefangen? Wir Sirenen haben kräftige Lungen, kleine Dame. Mit meinen Liedern kann ich den Willen der Leute brechen. Früher haben wir dafür gesorgt, dass Angler ihre Boote gegen Felsen steuern oder über Bord springen, um uns zu treffen. Diese lila Fischdiebe haben mir versprochen, dass ich nach Hause darf, wenn ich hier mein Lied singe, um irgendein Spiel zu starten. Warum sollten sie das wollen? Es ging um irgendwelchen Landrattenkram mit hüpfenden Leuten und mitreisenden Frequenzen. Oh. Wenn genügend Leute gleichzeitig springen, können sie den Boden zum Beben bringen, bis er einbricht. Ja, sowas in der Art. Jedenfalls kann ich nach Hause schwimmen, sobald es erledigt ist. Das erklärt, warum dieses Spiel auf einem Staudamm stattfindet. Oh Gott. Oh, Darkseid. Detective, sehr gut. Ich dachte mir gleich, dass es ein seltsamer Austragungsort ist. Ich habe einen Schnuschel dabei, falls ich den Ball holen muss. Wenn sie diesen Staudamm einstürzen lassen, wird Windlex überflutet. Genau. Und dann kann ich nach Hause schwimmen. Wie können wir dir helfen? Ich will einfach nur nach Hause. Ihr mit euren 5 Sinnen begreift das vielleicht nicht, aber dieses Aquarium ist sehr viel kleiner als die Weltmeere. Wenn wir dir bei der Flucht helfen, verzichtest du auf das Lied? Natürlich. Woher wissen wir, dass wir dir vertrauen können? Ihr habt wahrscheinlich noch nie davon gehört, aber ich gehöre einer speziellen Gruppe an, die sich ihrem Ehrenwort verpflichtet fühlt. Ich schwöre es bei meiner Pfadfinder-Ehre. Wie bekommen wir eine Fischdame da raus? Als ich meinen Goldfisch bekommen habe, möge er in Frieden ruhen, habe ich ihn in einer Plastiktüte nach Hause getragen. Mutter der Tiefe hab Gnade. Beeilt euch, sonst muss ich singen. Können wir die hier reinpacken? Nein. Können wir es zurechtschneiden? Okay. Also natürlich rausbringen könnte man sie, indem man hier überall Wasser stehen lässt. Ich meine, die Kinder können ja etwas erhöht stehen. Wäre zumindest erstmal eine Möglichkeit. Aber wir haben ja noch einen Raum, den wir noch gar nicht besucht haben. Lasst uns den erstmal anschauen. Schleusenkanal. Guckt an. Ausgang. Flutungstor. Das Flutungstor führt in den Fluss Leed. Abfluss. Ein Abfluss für überflüssiges Wasser. Abdeckung. Eine Abdeckung, die irgendetwas abdeckt. Das wird später bestimmt nicht wichtig. Nein, überhaupt nicht. Okay. Quizknöpfe. Schleusentor. Dahinter lauert der Stausee. Cerberus auf seine Freiheit. Ach, Cerberus sogar. Na toll. Okay, also wir müssen hier ein bisschen agieren. Was können wir denn machen? Wir müssen also dieses Tor irgendwann aufkriegen. Okay, können wir die Abdeckung hier mit dem... Nein, können wir nicht. Können wir die damit öffnen?
Okay, damit hätte ich es sehr gerechnet. Dann lasst uns nochmal ein Feuerlöscher. Können wir Feuerzeugfeuerlöscher? Ich muss mal gucken, was sie wollen. Okay, alles wird hier gestrikt, sehe schon. Können wir hier mit Rohren irgendwas machen? Okay, jetzt röcheln. Können wir uns damit eindecken? Ein paar unbenutzte Meereshexengewänder. Spuckgeräusche. Juhu, Spuckgeräusche. Okay, da müssen wir also auf jeden Fall welche tragen, damit Leute ablenken. Okay, können wir mit Detektiv... Nee. Das müssen die Kinder selber lösen. Mystische Mac. Okay. Hier haben wir natürlich einen Wasserhahn, der die ganze Zeit. Nein. Okay, Parkplatz was Neues. Ticketverkäufer. Dann wie immer, wenn es hier einen Ort gibt, wo es Items gibt, kostenlos. Vielleicht gibt es hier neue Items inzwischen. Ach, ein Einsatzwagen ist sonst leider nichts mehr. Du meinst außer der Einsatzausrüstung und den Waffen? Ja, nichts außer diesen ganzen Kram. Okay. Warum haben wir diese Verkleidung? Und wo ist McKing? Können wir ihm auf jeden Fall gerade nicht reden. Okay, wir müssen also irgendwas hier unten machen. Können wir hier irgendwas aufdrehen? Okay, ich hätte sein können. Okay, was haben wir? Regenponchos mit... Taschenmesser. Glaubt ihr, die haben in der Schweizer Armee gedient? Entweder das oder sie haben einen Schweizer Soldaten ermordet und ihm sein Messer abgenommen. Sie sind von einem Ort namens Basti Bells Busenboutique. Basti Bells, was? Vergiss es. Ja, das ist so. Okay. Wir müssen mal anfangen. Wir können den leider, den ich auswähle. Keine Ballspiele. Warum steht es extra so nochmal da? Dieses Strike wird mich total verwirren, weil es für mich immer ist, das ist richtig gewesen. Der Knopf, um die Schleuse aufzufüllen, wie der Name bereits vermuten lässt. Und der andere zum... Aber ich darf nicht ran, weil die Abdeckung ist. Aber damit erstmal... Okay, wir müssen erstmal irgendwo anfangen. Das ist jetzt gerade irgendwie... Sich was machen, ein feines. Ich hatte ja schon ein paar eigentlich, komm jetzt so, ich denke, so typisch Abdeckung heißt Taschenmesser oder Aufschrauben. Wir hätten diese Regenponchos, die wasserfest sind, da hätten wir sie einwickeln können irgendwie. Wenn sie schon verkleiden können. Aber wozu? Weil wir treffen ja gerade keine Person. Ich habe 5 Items und gerade kein einziges davon nutzen. Aber Feuerlöscher, was soll denn ein Feuerlöscher sein? Warum haben wir überhaupt Feuerzeug? Das klingt ja eher so, als wird irgendwo der Alarm angemacht. Können wir Feuerzeug benutzen? Ach, Emily, die will ja alles anzünden. Kriegen wir es irgendwo hin, dass sie das absichtlich machen kann?
sie nimmt ein Bad. Okay. Draußen auf den Tribünen gibt es nichts, was uns irgendwie hilft. Rexa vielleicht noch? Nee. Die beiden sind beschäftigt, sag ich mal. Irgendwo müssen wir uns umziehen. Dieses verflixte Strike. Ich denke jedes Mal, das passt. Okay. Keine Ahnung, keine Aktionsmöglichkeiten, außer mit Menschen. Der Roboter. Können wir den vielleicht irgendwie aufmachen, irgendwas? Nein. Uns hier umziehen. Können wir vielleicht irgendwas... Okay. Wir müssen also das Fahrrad demontieren. Ich war schon langsam am Verzweifeln, weil ich hätte gar nicht mehr so viel gewusst, was man nehmen kann. Also gut, montieren wir einen Reifen von diesem Fahrrad ab. Mein armer, schöner Freund, tut mir leid. Nein, wir machen hier kein B dran. Hör auf, die Sache zu politisieren. Dämlich gesprochen, mein lieber Devin. Wird das Fahrrad überleben? Wir setzen es nur auf die Auswechselbank, um es der Sportlersprache auszudrücken. Streck die Zunge raus. Naja. Wir haben einen Fahrradreifen. Was kann denn der? Ein vollständiger Fahrradreifen. So gibt es alles Mögliche davon abmontiert, aber gerade irgendwie keinen Reifen. Mit dem Knipser dieses Taschenmessers können wir die Speichen entfernen. Okay. Ein Speichel. Loser Fahrradreifen. Ein Fahrradreifen ohne Speichen. Jetzt ist es wirklich nur noch ein Reifen. Okay. Ein Reifen. Netter Reifen, aber was soll ich atmen, wenn ich da durchspringe? Wollt ihr mich trockenlegen? Bringt mir Wasser, meine Damen und mein kleiner Herr. Okay, wir haben... Die hat drauf, zumindest drauf reagiert. Hier auch schon mal was. Also, was gerade bei mir so als Idee kommt, dass sie halt in irgendeine Plastiktüte springen. Diese Plastiktüte lassen wir an den Metallrahmen für das Einstiegsloch sozusagen, das dort festmachen. Das heißt, da wäre vielleicht der Reifen okay und dann halt irgendwie was zusammengenähtes, wie das. Aber wie geht denn das? Ah, ich wollte gerade sagen, wenn man sie schmilzt. Wenn wir die Regenponchos an den Rändern schmelzen, können wir sie zu einer großen Tasche zusammenfügen. Ich habe doch gesagt, dass der Kurs unten ein zur Wendung für Ponchos von Blut Alpha Dule nützlich sein würde. Ich bin genauso überrascht wie der andere. Tasche ausgeschmolzen, Regenponchos. Ah, guck, eines machen wir es dran. Oder auch nicht. Wir gehen wieder hier rein. Was ist das? Wir haben eine Tasche gebastelt, um dich daran herauszutragen. Ihr habt mir einen Leichensack gemacht. Ohne Wasser ersticke ich darin. Können wir nicht das Wasser aus deinem Aquarium reinfüllen? Das brauche ich vielleicht zum Leben? Finde gefälligst eine andere Möglichkeit. Oh, immer zu den Dieben. Okay, wo haben wir Wasser gesehen? Wir haben Wasser gesehen an der Stelle hier. Füllen wir dieses Monstrum auf. Müssen wir jetzt mal sagen, wie als Kinder
ich weiß nicht, wie viel Kubikmeter Wasser tragen. Aber die wissen schon. Und das reißt vor allem, selbst wenn sie es tragen könnten. Hier, wir haben eine Tasche gemacht, in die du schlüpfen kannst. Schön, und wie komme ich da rein? Meine Show gesehen, bei der ein Delfin durch einen Reifen gesprungen ist. Kannst du es auch? Das ist erniedrigend. Erniedrigender, als in einem winzigen Aquarium festzusitzen und gezwungen zu werden, für deine Freiheit zu singen? Na gut, bring mir einen Reifen, durch den ich springen kann. Na, das haben wir ja. Also, dann wollen wir mal. Spart euch einen Applaus für später, aber bitte applaudiert dann auch wirklich. Durch den kleinen Reifen. So. Hier drin ist es nicht gerade geräumig, also Schluss mit dem Smalltalk. Bis ich hier raus bin, ja? Wassertank? Was schwimmt da an der Oberfläche? Die haben mich sehr lange dort festgehalten, okay? Ah, bisschen kacke, also. Okay. Wir haben sie jetzt da. Wie nehmen wir sie mit im Spitzbögen? Verdammt. Ich höre Leute, die von den Sicherheitskontrollen zurückkommen. Wenn wir jetzt gehen, erwischen sie uns und halten uns auf. Deswegen ist auch, damit keine Sackgasse entsteht, findet man diese Uniform auch in diesen Schränken. Alles klar. Nicht zu fassen, dass wir uns als diese Luder auch kleiden müssen. An diesem Tag ist gar nicht zu fassen. Doch, ich kann mich an die Nase fassen. Werden Sie sich wohl nie, Devon. Doch, ich bin gerade dabei, mich zu ändern. Und wie eine Meereshexe aussehen. Das war auch der Plan, oder? Genau, Devon. Alles gut. Okay, wir gehen raus. Da haben schon Leute, die von da kommen. Gut. Dann, gut, dass wir diese narrensicheren Verkleidungen haben. Damit sollten wir unerkannt nach draußen gelangen. Wird es wahrer, wenn man es laut ausspricht? Das hoffe ich doch. Hey, wie läuft's? Wie läuft was? Du weißt schon, es. Schon aufgeregt vor dem Spiel? Hast du für heute irgendwelche bestimmten Tricks auf Lager? Ich rede nicht mit euch. Ihr fallt euch verdächtig. Ja, ich würde auch nicht mit uns reden. Wir verhalten uns tatsächlich sehr verdächtig. So. Naja. Sie tragen hier. Was wollt ihr hier? Zeit aufs Spielfeld zu gehen. Und warum bist du da noch hier? Die Chefin hat mich hergeschickt. Das ist ja witzig. Uns hat die Chefin auch hergeschickt. Tatsächlich? In diesem Fall könnt ihr sich ein paar einfache Meereshexenfragen beantworten. Ich liebe Fragen. Welche Fragen? Zum Beispiel, was ist dunkel, tief und verborgen? Eine dunkle und tiefe Höhle, der Marianengraben, meine Gefühle, die Mutter der Tiefe. Ach, ist das Bezug auf den Text oder was? Oh. Marianengraben war, es wäre jetzt zwar wissenschaftlich okay, aber ich glaube eher Mutter der Tiefe. Die Mutter der Tiefe ist alles. Wie richten wir die Sterne richtig aus? Sternlineal, sie richten sich irgendwann von selbst aus. Die Ausführungsfunktion eines beliebigen Textverarbeitungsprogramms, in dem wir die Stadt überfluten. Wenn sie jede Unterwasserstadt besucht, fügen wir Twin Dicks dieser Liste hinzu. Wie laut das heilige Datum? Heute, 19. März. Na, heute, oder? Netter Versuch, Lügner. Hä? Nochmal. Die Frage ist nur, sind jetzt nur das falsch gewesen? Kommt solche Fragen später. Also nur der Tiefe. Stadt überfluten. Ding ist Datum fest, wenn wir Stadt überfluten. Ja, wenn wir fertig sind, wird Twin Lakes die nächste Unterwasserstadt sein. Dann muss sie herkommen. Da wir das heute erledigten, war diese Antwort streng genommen auch richtig. Ja toll, ich habe mich heute genommen, in der Hoffnung, dass es auch richtig ist. Stimmt, gab es einen Erfolg beim ersten Mal richtigen Antwortmöglichkeiten nehmen. Schade. Ja, aber auch das war nicht kryptisch genug. Wie auch immer, tut mir leid, dass ich euch misstraut habe, Schwestern und eurem kleinen Homunculus. Süß. Folgt weiterhin den Befehlen der Chefin. Du auch? Na dann gehen wir rein. Möge die Göttin mit euch sein. Ja, genau.
So, hier erstmal. Danke für alles. Ich wäre irgendwann darüber hinweggekommen, eure ganze Stadt überschwemmt zu haben, aber das hätte Tage gedauert. Schön, dass wir helfen konnten. Okay, kriegen wir irgendwas auf? Okay, jetzt das eine Tor. Lassen wir das Wasser reinfließen, damit unsere Sirene bald nach Hause kann. Nicht so schnell, meine Süßen. Sie hat eine Pistole. Hände hoch. Das hat sie nicht gesagt. Zu spät. Ich kann sie nicht mehr halten. Ich falle. Na, ist rein. Poncho. Oh, oh nein. Okay, was ist denn hier so los? Ich glaube, es ist am Ende des Falls. Deswegen würde ich das, glaube ich, dir noch fertig spielen gerne. Kann bestimmt von oben hier was reinschicken, Sirene. Wenn sie auch nur ein Piep macht, spiele ich eine dieser Aufnahmen ab und räume euch damit alle vier aus dem Weg. Das ist keine Pistole, Schätzchen. Oh, es ist viel schlimmer. Oh, das ist ein Aufnahmegerät. Das klingt aber nicht schlimmer als eine Pistole. Ich habe unsere Sirenenfreundin hier ein paar Dinge aufnehmen lassen. Ein Knopfdruck und ihr macht, was ich euch sage. Kannst du uns Feuer spucken lassen? Halt die Klappe. Schon besser. Na, will es sonst noch jemand drauf ankommen lassen? Nein? Gut. Ich fürchte, ich kann euch meine Sirene nicht einfach befreien lassen. Ich habe den Mädels einen Auftritt der Mutter der Tiefe versprochen und ich werde sie nicht enttäuschen. Und jetzt wartet gefälligst, bis ich die Aufnahme finde, die euch zwingt, für mich zu arbeiten. Okay, Devin? Das ist das bösartigste Diktiergerät, von dem ich je gehört habe. Dahinter lauert der Stausee Cerberus auf seine Freiheit, okay. Ein Abfluss für flüssiges Wasser. Haben wir noch was im Inventar? Nein. Bald eure Hände da, wo ich sie sehen kann. Rührt das nicht an. Okay, sie muss irgendwie erstmal... Das Flutungstor führt in den Fluss, okay. Nein, ihr geht nirgendwo hin. Okay, können wir nochmal reden? Hat noch jemand eine volllaute Klappe? Das dachte ich mir. Ich habe noch andere, schlimmere Dinge aufgenommen. Zwingt mich nicht, sie abzuspielen. Gutes Mädchen. Okay. Was können wir machen? Kann ich mich bewegen? Ich meine, es geht ja darum, dass von oben was kommt. Wie können wir das initiieren? Probier es einfach mal. Vorsicht! Ah. Okay, der Schalter noch weiter weg ist, den muss man nehmen. Okay, wir können das Diktiergerät nehmen. Hoffe ich. Gut gemacht. Du kannst wieder sprechen. Hat funktioniert? Ja! Oh, das hat mir ganz und gar nicht gefallen. Ihr Aufnahmegerät, vielleicht sollten wir es Blut Alpha Dulig zeigen. Sie ist bewusstlos. Sollen wir sie ins Wasser werfen? Um ihre Leiche loszuwerden? Nicht nötig, sie ist bewusstlos und lebendig. Das zweite Problem wäre auch gelöst, wenn wir sie ins Wasser werfen. Die Tasche scheint die Mechanik beschädigt zu haben. Das sollten wir uns ansehen. Ah, die Tasche ist wohl im System hängen geblieben und hat ein paar Zahnräder entfernt. Jetzt läuft es rückwärts. Ja, wir müssen das System umkehren, damit es funktioniert. Okay, welche darf ich rausnehmen? Entschuldigung. Das erste Zahnrad, es scheint sich nur um Uhrzeigersinn zu drehen. Okay, die sind fest. Okay, dann nehmen wir mal alle raus. Das auch fest.
Gut, was haben wir denn? Können wir die vielleicht irgendwie so nebeneinander anordnen? Nee, leider nicht. Damit wäre es leider falsch. Genau. So. Weil ich genau die gleiche Mitte gesetzt habe. Wir müssten also eigentlich ein Rad überspringen, wenn man es genau nimmt. Ja, wenn wir nämlich eins überspringen, kriegen wir genau die Gegenrichtung. Gut. Das heißt, anstatt unten lang, vielleicht können wir ja oben lang gehen mit den Zahnrädern. Okay, da komme ich nicht hin. Warte mal, ich kriege nur das hin, das in Kontakt ist. Alle anderen sind zu groß. Ja, okay, dann... Die beiden sind gleich. Achso, natürlich, ja, das kann ich noch ändern. Ah, guckt an, da haben wir schon eine andere Möglichkeit. Dann das zum Beispiel. Zu klein. So. Perfekt. Ja, wir müssen einfach ein Zahnrad weniger haben. Oder eins mehr, ist egal. Damit wir einmal das wieder hinkriegen. Das Zahnrad dreht sich. Die Richtung stimmt. Holen wir Helen da raus. So. So, falls es nicht schon kaputt ist, würde es das sein, wenn wir uns noch einmal nähern. Schlafende Zahnräder soll man nicht wecken. So, Flutungsknopf. Dann wollen wir mal. Komm gut nach Hause. Und tschüss. Und flupp. Puh, das wäre erledigt. Wir sollen zurück zum Spiel. Wo sind diese Kinder? Entschuldigung, Blutalpha Duli, aber wir hatten da einen großen Fisch an der Angel. Was? Ist es eine verschlüsselte Botschaft? Soll ich das verstehen? Es ist völlig egal, was bedeutet du mit Baby erbrochenem bedeckter Trottel. Die drei haben die Sicherheitskontrolle nicht bestanden, also sind sie disqualifiziert. Ihr habt nicht genug Spieler, also habt ihr verloren, ihr Blutwürstchen. Bäh, das kam nicht einmal mir leicht über die Lippen. Ach, meine kleine Rasselbande. Ich hätte euch nicht so frei herumwuseln lassen sollen. Das geht auf meine Kappe. Ach so, jetzt nehmen wir das... Torkio? Okay. Als ob ich dem Blutalpha Unrecht tun würde. Nein, danke. Ach so, wir machen es mit Mekking. Mal sehen, was wir zur Auswahl haben. Hier scheint es verschiedene Aufnahmen zu geben. Hüpfen. Hüpf, hüpf. Für die Mutter der Tiefe. Ich mag tiefe Mütter. Da stehe ich gern dahinter. Hüpfend. Tanzen. Schüttel dich, Signora. Schüttel deinen Körper. Wok, 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 wok. Safe. Mach es ein bisschen kürzer. Hey, Kind. Keine Magie der Welt ist dafür stark genug. Wahrscheinlich ist es besser so. Die Macht ist mir zu Kopf gestiegen. Und Gnade. Drück ein Auge zu. Ach, ich glaube, diesmal kann ich ein Auge zudrücken. Für die Mutter dieses Kindes, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Ist so ein Spiel. Ich meine, ist mir egal, dem ist das Spiel. Wenigstens das schon. Juhu! Willi, kann ich meinen Schläger wieder haben? Nein, warte. Ich sehe gerade, dass du ihn mit Barbecue-Soßen übergossen hast und darauf rumkaust. Du kannst ihn bald. Das Spiel geht los. Oh. 90 zu 96? Alles gut. Ich sage es nur ungern, aber die Blutwölfe haben gewonnen. Geschafft. Gute Arbeit, Team. Du weißt, was das heißt. Versprochen ist versprochen. Ich habe euch ja versprochen, dass wir ins Aquarium gehen, wenn ihr gewinnt. Das ist das Allerbeste. Ich kenne alle Namen der Lebewesen hier. Kugelfische, Seeschlangen, Oktopus.
Sirene. Und das ist eine Sirene. Oh. Hallo, Kinder. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Wollt ihr uns das erklären? Nein? Und damit haben wir den ersten Fall abgeschlossen.